Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde Ihnen gerne heute einmal zeigen, wie man bei Teams Aufgaben hochlädt, also einstellt für die Schüler und wie diese auch bearbeiten können. Zunächst mal sind wir auf der Oberfläche von Teams. Hier sind jetzt meine ganzen Teams zu sehen. Unter anderem hat Frau Büker mich netterweise in ihren Kunst-LK hinzugefügt. Das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke, bin ich als Schüler, als Mitglied für Sie praktisch in dieser Gruppe drin. Das mache ich einmal. Frau Büker hat nämlich schon eine Aufgabe hochgestellt. Wir sehen das jetzt hier vorne, ne? Das hat sie als Test bezeichnet. Das sehen auch alle Schüler dann, wenn man das einmal da einstellt bei diesen Beiträgen. Gleichzeitig kann ich aber hier oben neben den Beiträgen auch Dateien, Klassennotizbuch und Aufgaben auswählen, um dann eine Übersicht zu bekommen. Ich kann jetzt hier aber auch direkt als Schüler direkt hier draufklicken und habe sofort die aktuelle Aufgabe, die gestellt ist, hier. Das ist das Material. Da könnte jetzt zum Beispiel die Aufgabenstellung hochgeladen werden von der entsprechenden Lehrkraft. Als Schüler kann ich hier draufklicken, entweder in Teams öffnen, herunterladen oder online öffnen und dann das bearbeiten. Ich kann das als Schüler auch hier im Prinzip bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier mal draufklicken auf Arbeit hinzufügen. Das dauert jetzt ein wenig bei mir. Allerdings kann man das jetzt hier oben auswählen. OneDrive, neue Datei, Link, Teams. Ich würde mal vorschlagen, wir klicken mal auf neue Datei. Jetzt haben wir nämlich vorausgewählt ein Word-Dokument, eine PowerPoint oder eine Excel. Also schon das Wichtigste eigentlich aus Schülersicht, um ganz normal die Hausaufgaben oder Aufgaben zu bewältigen. Ich klicke jetzt beispielhaft einfach mal Word-Dokument an. Da wird jetzt natürlich ein Name gefragt. Wir nennen es mal Test. Das heißt, das Dokument heißt jetzt Test und füge es unten rechts an. Und jetzt sehen wir, dass meine Arbeit als Schülersicht, meine Arbeit hier im Prinzip eingestellt ist. Um die zu bearbeiten, klicke ich da drauf und es öffnet sich ein Dokument von Word, was wir jetzt beschreiben können. Das bedeutet, die Schüler können jetzt also wirklich online die Aufgaben bearbeiten, die vorher, ja, schließe ich mal eben Datenschutzoption. Jetzt können die Schüler also wirklich online mit diesem Dokument, was sie erstellt haben, bearbeiten, die Hausaufgaben machen, die wir ihnen gegeben haben. Letztendlich kann man das dann natürlich speichern, es wird geschlossen und wenn die Schüler damit fertig sind mit ihren Arbeiten, können natürlich, wir sehen, die können auch weitere erstellen. Das muss also nicht nur ein Dokument sein. Dann können Sie es hier oben rechts abgeben. Sobald die das abgegeben haben, können die Lehrer, also nur wir, das sehen. Die anderen Schüler können das nicht, haben keinen Zugriff auf die Arbeit der einzelnen Schüler. Und wie man sieht, können die dann auch noch mal was ändern, die Schüler. Zumindest wenn es vorher abgegeben ist, vor der Deadline, die eingesetzt ist. Wir sehen, dass Frau Büker das die Fälligkeit heute um 16 Uhr eingestellt hat. Ich hoffe, das hilft ein wenig fürs Verständnis der Schüler, wie die hier etwas hochladen können. Und ein zweites Video bekommt ihr auch noch zu sehen, in dem man dann zeigt, wie man etwas erstellt.